Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pflege sind wir. Ja, ich wollte mit euch heute mal einen, nennen wir es mal Mythos besprechen oder was in meinen Augen doch sehr, sehr Seltsames. Es geht darum, dass es oft bei uns vorgekommen ist, also ich habe schon in drei Heimen gearbeitet und in allen drei ist das passiert, dass wenn ein Bewohner verstorben ist, dass es oft so war, dass danach meistens noch zwei Bewohner hinterher, also in kürzesten Abständen, dann verstorben sind, so dass es meistens immer drei Leute waren, die in kürzester Zeit versterben. Wichtig dazu ist, dass sich die Leute meistens nicht wirklich nahe standen oder so. Man kennt das Phänomen von Ehepaaren, die schon 50, 60 Jahre verheiratet sind, dass das so ist, wenn der Ehepartner dann verstirbt, dass der andere manchmal oder relativ häufig sogar auch dann zeitig verstirbt. Und das Phänomen gibt es irgendwie anscheinend auch in Pflegeheimen. Also ich kenne das und habe das sehr häufig erlebt. Das gab es auch auf anderen Stationen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob euch das was sagt. Also andere Kollegen haben auch gemeint, ja, immer drei sind das. Und ja, wie ist das bei euch? Kennt ihr das Phänomen oder sagt ihr, ja, ist Humbug, das ist völliger Quatsch? Oder habt ihr andere Phänomene oder Sachen, wo man sagt, oh, wow, was ist das? Das ist irgendwie schon ein bisschen komisch bei euch in den Stationen. Ja, würde mich sehr interessieren, ob ihr das Phänomen kennt oder ob das nur bei mir so ist. Man hat nicht nachgeholfen, also daran liegt schon mal nicht. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr eure Meinung kundtut. Gerne auch, was ihr sonst so für Phänomene bei euch auf der Station habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video schon wieder. Ich kann mich nur bedanken fürs Einschalten und sage Ade, wasche.